Nein, drei. In der Höhe verdient er sich. Ich glaube, dass die Mannschaft selber gekämpft hat. Die schweren, wo wir uns nicht unbedingt die Siege erwartet hätten gegen eichere Legionäre. Und von dem her sage ich mal, es ist ein verdienter Sieg, es ist sicher ein Motivationsschub fürs Finale, aber im Endeffekt zählt dann der Titel und da ist, was jetzt passiert, ist egal. Am 28. November ist das Final Four. Könnt ihr euch da im Prinzip nur selber schlagen? Nein, ich glaube, dass wir schon die Favoriten sind, aber ein Mühlviertel sehr stark ist und wir keine Fehler machen dürfen, weil sonst verliert man schneller mal, wie man glaubt. Und wir werden natürlich voll konzentriert zu Hause ins Werk gehen und schauen, dass wir gewinnen. Das Final Four ist am 28. November, das fällt mit dem 29. Geburtstag zusammen. 28. Geburtstag zusammen, sorry. Das ist eine besondere Motivation. Ja, sag mal, es war schön, mit einem 28. Geburtstag mal in Ruhe zu verbringen. Ich war jetzt, seit ich 16 bin, das erste Mal, bin jetzt daheim an meinem Geburtstag und da gleich kämpfen. Gibt was Schöneres, aber sicher ist nur Motivation, am 28. Geburtstag einen Titel zu gewinnen und dann Geburtstag mit Titel gemeinsam zu feiern. Du hast für den Kampf im Mühlviertel hast du das deutsche Final Four sausen lassen. Warum die Entscheidung? Weil ich glaube, dass wichtig ist jetzt der Kampf für den Spirit und für den Geist für die ganze Mannschaft. Ich glaube, der 9-3 gibt der ganze Mannschaft einen Schub. Wir haben gesehen, dass alle stark in Form sind. Und ich glaube, die werden in den nächsten zwei Wochen hart trainieren und voll motiviert sein. Und das ist sicher ein kleiner Vorteil für das Final Four sein wird. Du hast nach der WM eine kleine Pause eingelegt. Du bist jetzt so quasi in der Saisonvorbereitung. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Ich werde nächste Woche in Abu Dhabi einen Grand Prix kämpfen. Und das aus dem Grund, weil wenn es das erste Mal mit den neuen Regeln wegkämpft, ich sehe es eher nur als Trainingskampf. Das heißt, ich bin nicht top vorbereitet. Ich werde bis Mittag trainieren, Mittag nach dem Film dann weg. Und ich werde das aus dem Training rauskämpfen, aber einfach versuchen, mein Schuh an das Neue zu adaptieren. Das Training ist mir ganz gut gelungen und jetzt werden wir schauen, wie es im Wettkampf funktioniert. Mit dem Formtest heute bist du wahrscheinlich zufrieden, schätze ich. Ja, es waren zwar schöne Coaches dabei, es war auch im zweiten Kampf die Technik, was ich jetzt in Japan noch viel trainiert habe. Von dem her bin ich ganz zufrieden, aber es sagt natürlich nichts als für das nächste Jahr. Danke. Bitte. Ciao.